better stick together. Let's come whatever. We're not coming home tonight. We're living quick in the world. Gotta get it right now. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Auto wieder. Ich fahre heute zum Friseur nach Mannheim zu Lahrte. Und ich nehme euch mit. Heute wird es ein besonderer Tag, denn eine Zuschauerin hat ein Umstyling gewonnen. Also es wird bestimmt richtig cool. Wir drehen auch irgendwie noch ein Video für deren YouTube-Channel. Also ich bin gespannt und meine Haare haben es echt bitter nötig. Und ich finde es immer so lustig, die Leute denken, dass ich irgendwie jeden Monat zum Friseur gehe. Ich war ein halbes Jahr nicht. Also ja, ist nicht so, dass ich jeden Monat zum Friseur gehe. Deswegen wird es bei mir auch mal wieder Zeit. Und ja, ihr hattet euch gewünscht, dass ich euch mitnehme. Und that's what I'm doing. Ich bin angekommen und jetzt laufe ich dorthin. Ich bin relativ gut durchgekommen. Ja gut, es ist heute Sonntag, die Straßen sind natürlich frei. Das war echt cool. Und ja, ich habe sogar einen Parkplatz in der Nähe bekommen. Das ist auch nicht immer so. Also der Tag geht auf jeden Fall schon mal gut los. Ich habe nur gerade das Gefühl, meine Hose ist zu eng. Diesem Gürtel, der drückt mir immer so auf den Bauch. Vor allem beim Autofahren, wenn man sitzt, muss ich eben mit offener Hose fahren. Ja. Aber jetzt geht's los, ich freue mich. Ich habe mir auch eine Banane noch reingesteckt. Ich habe dann immer so mega Hunger, aber ich denke mal, wir holen bestimmt eh wieder was zu essen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ja, ist echt mein Lieblingsfriseur. Ich komme hier schon so lange hin, ich glaube 4 Jahre oder so. Und ich möchte nie wieder wechseln. Deswegen nehme ich den Weg von 50 Minuten auch in Kauf. Das würde ich nicht für jeden machen. Nein. Nein, ist nicht. Weil hier unten ist auch ein Klamottenladen, da kann man auch Kleidung shoppen. Wir haben richtig coole Sachen, aber da muss ich jetzt außen rum gehen. Das ist übrigens mein Outfit, falls es jemanden interessiert. Ich muss aber sagen, es ist ein bisschen kühl. Aber gut, da drin ist es ja warm. Let's do it. Hallo. Hi. 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 Filmen. Hallo. 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 Und mein Chef Alex. Hallo. Hallo, du bist die Gewinnerin, ne? Ja, ja cool. Ich habe das Gefühl, man kennt dich, weil ich dich schon so lange folge. Tut er ja auch. Ja, voll krass, voll schön. So, ich bin angekommen. Hier ist meine liebe Patricia, die mir vorwiegend die Haare macht. Aber gut, es rotiert hier auch immer ein bisschen. Und da drüben ist die liebe Gewinnerin, die zeige ich euch natürlich dann auch noch gleich. Und ich bin endlich wieder vereint mit der lieben Patty vom Kanal Obert. Wir kennen uns schon so lange. Sie ist eine der ersten YouTuberin, die ich überhaupt kennengelernt habe, vor, ich glaube, 5 Jahren. Ja, krass, ne? Also richtig, richtig lange. Schaut auf jeden Fall mal auf ihrem Kanal vorbei. Ich verlinke den euch mal in die Infobox. Also das ist die liebe Jasmin, die heute ihr Umstyling gewinnt oder gewonnen hat. Ja, ich sage, braucht die gar nicht so ein großes Umstyling, weil die so schöne Haare hat, aber ich bin mal gespannt, wie es dann aussieht. Wie wir aussehen. Ja, ich ja auch, ne? Ich weiß auch noch nicht genau, was ich möchte, aber mal schauen, was dabei rauskommt. Es sieht eigentlich immer gut aus. Auf jeden Fall. Und sie ist extra aus Würzburg gekommen, also echt weit, und hat hier eine Nacht geschlafen. Mit ihrem Mann und ihrer besten Freundin. Extra für die Lahrtista Family. Ja. Und dadurch siehst du auch, dass deine Tour anders ist wie der drin. Yeah. Und wenn die einmal aufgehellt werden, dann werden die Blondierung, dann werden Rotpigmente freigesetzt. Mhm. Ohne eine Farbe. So, jetzt fangen wir an. Ich würde auf jeden Fall gerne ein bisschen heller in den Spitzen und wieder ein bisschen aschiger werden. Und natürlich muss ich die Spitzen auch schneiden. Und wenn die immer so schön geföhnt sind, dann sieht sowieso alles gut aus. Also ich freue mich. Open up the dirty window. Das war doch das Lied von The Hills, oder? Das habe ich immer geguckt, so eine US-Serie war das. Okay, kennt keiner, alles okay. Nein, nein, das kenne ich nicht. Das sieht auch super aus heute. Toll, oder? Super. Ich finde, wir sind alle Herz und fliegen. Und kriegst du jetzt Balayage? Ja. Also ich mach's trotzdem. Ja, wir probieren es, mal gucken. Das ist ja auch richtig cool. Geil, oder? Schaut mal, die Farbe ist so schön geworden und jetzt denke ich noch ein paar Wellen gemacht. Oh, ich mag die Farbe voll gerne. Ihr habt ja auch gesagt, es soll ein bisschen dunkler werden. Jetzt habe ich die Ansätze etwas dunkler und unten aber schön hell und schön aschig. Und ich zeige euch dann gleich nochmal im Tageslicht, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Oh, eine schöne Farbe. Schön aus.
Ja! Das ist das Ergebnis von der Petty. Voll schön geworden mit Pony. Dreh dich nochmal um für mich. Voll schön. Yes! Flash written on me, car dropping on a glass bowl. I've been ballin', free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right. Got the backlash written on me, cold running from the popo, and it's on me. Don't know which way we're going now. I don't wanna know it. Might as well be going down. Gottes Name. Meine Haare sind fertig. Oh, ich bin so zufrieden. Mir gefällt die Farbe so gut. Ich habe schon ein Foto fleißig gepostet. Und jetzt wollen wir, glaube ich, erstmal was zu essen holen, weil wir haben Hunger. Juhu. Oh, yes. Geil, ich habe so Hunger. Ja. Da ist kein Bumerang hier. Ach so, das ist schon alles automatisch. Ja. Willst du in die Küche essen? Ich glaube, es ist fast besser, sonst saue ich alles ein. Hä? Oh ja, oder so. Oh, danke dir, ja. Lecker. Juhu. So, wir haben Burger gegessen und jetzt sind wir nochmal im Larger Store, direkt unten drunter und probieren ein paar Sachen an, denn wir wollen noch ein paar Fotos machen. Denn der Mann von der Patricia macht so schöne Bilder, der ist auch selber Blogger und ich nutze es ehrlich gesagt immer aus, wenn ich hier bin, dass jemand mal ein paar schöne Bilder macht. Die Klamotten sehen so geil aus, guck mal auch die Tasche und so richtig schön. Voll hübsch, oder? Oh, Paradise. Schön die Sachen, gell? Ihr habt echt coole Sachen. So, wir versuchen sitzen auf jeden Fall. Wir haben jetzt eben noch lecker essen. Oh, wie schön. Also wir haben nur ein kleines Problem. Oh, die Taschen sind voll süß. Die Taschen sind richtig süß. Schön aus. Oh, ich liebe Samt. Schönes Grün, gell? So, ich bin jetzt wieder im Auto. Es war echt mega schön. Ich muss mich noch an meine dunklen Haare gewöhnen, obwohl ich es mega schön finde. Vor allem sind die so schön jetzt gesund und glänzend am Ansatz. Muss mich erst dran gewöhnen, aber das ist immer so, wenn man eine neue Haarfarbe hat. Ich habe mir eben noch eine Tasche mitgenommen, die hat mir so gut gefallen. Wir haben ja eben noch so ein paar Bilder gemacht. Ich bin jetzt aber auch irgendwie müde. Ich will jetzt nach Hause. Aber ich zeige euch noch die Tasche, die ich mir ausgesucht habe, weil ihr wisst ja, ich stehe voll auf Samt. Und die Tasche musste ich einfach haben. Ist die nicht schön? Ich sehe gerade, die Farbe kommt gar nicht so rüber. Das ist eigentlich so ein Brombeerton. Kommt in der Kamera irgendwie nicht rüber, aber die ist so mega schön. Oh, ich bin so froh, dass ich die jetzt da entdeckt habe. Voll cool. Und jetzt geht's wieder ab nach Hause. Ich habe die Milan halt noch nicht gesehen. Ich vermisse den voll. Also ab nach Hause. So, ihr Lieben, ich bin wieder zu Hause. Hallo, ich komme noch wieder. Egal, was im Video. Nicht von dir, auch von anderen Bloggern. Hallo ihr Lieben, ich hoffe. Und diese Stimmfarbe, das ist. Das ist echt schlimm, denn die haben ja auch geschrieben, dass man sich automatisch verstellt. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich will mich gar nicht verstellen, aber irgendwie ist es automatisch so, ne? Eigentlich muss man ganz normal reden. Also ich bin auf jeden Fall wieder zu Hause und wir chillen jetzt auf der Couch. Ja, wir haben schon noch was gegessen. Ich habe Eis gemacht mit dem Thermomix, das haben wir auch gegessen. Und ja, jetzt machen wir es uns gemütlich. Ich hoffe, das Follow Me Around beim Friseur hat euch gefallen. Und ich verlinke euch den Friseur auf jeden Fall mal unten in die Infobox und auch den Kanal von der Patty von Obacht. Könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.